warum bei Wizz Air immer jemand am Notausgang sitzen muss und wie du an diese Plätze kommst, ohne dafür zu bezahlen, das zeige ich dir hier in diesem Video. Bleib auch bis zum Schluss dran, denn es gibt noch ein tolles Geschenk. Ich bin Albert Siegel, der Billigflieger. In diesem Video zeige ich dir eine Besonderheit, die es meines Wissens nur bei Wizz Air in Europa gibt, sonst bei keinem anderen Billigflieger. Bei Wizz Air ist es aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben, dass die Notausgänge besetzt sind mit jemandem, der Englisch spricht. Wie du an diese Plätze kommst, ohne dafür zu bezahlen, zeige ich dir in diesem Video. Du machst jetzt Folgendes: Circa 3 bis 4 Stunden vor Abflug gehst du noch einmal in deine Buchung rein, lässt dir den Kabinenplan, so wie auf dem Videomitschnitt hier gezeigt, anzeigen. Und wenn am Notausgang noch Plätze frei sind, dann gehst du ziemlich als Letzter in den Flieger rein, gehst zu den Notausgängen, dort ist in der Regel immer ein Flugbegleiter und fragst den auf Englisch: Do you need assistance here? Jetzt passiert Folgendes: Der Flugbegleiter, der merkt, ah, das ist einer, der sich auskennt, der ist vielleicht schon ein paar Mal am Notausgang gesessen und den lasse ich jetzt da hinsetzen, weil da muss ich niemanden anders fragen. Das funktioniert auch zu zweit, wenn du mit deinem Partner bist, dann kannst du in der einen Reihe deinen Partner hinsetzen, in der anderen Reihe setzt du dich selber hin und dann habt ihr alle eine komplette Reihe für euch. Während dem Flug könnt ihr euch dann auch wieder zusammensetzen, weil die Regelung gilt nur bei Start und bei der Landung. Ich hoffe, der Tipp war interessant für euch. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, bitte unten den Kanal abonnieren. Und jetzt zum Schluss noch, wie versprochen, zu dem Geschenk. Ich habe ein Buch geschrieben, Der Billigflieger. Dort beschreibe ich auf über 150 Seiten die besten Tipps und Tricks, wie ihr nie mehr wieder zu viel für euren Flug bezahlt. Dieses Buch, das könnt ihr im Moment kostenlos bestellen. Ihr zahlt lediglich die Versandgebühren und bekommt dann das Buch nach Hause geschickt.